Hallo, hier ist der Spooks und ich möchte heute zeigen, wie wir ein Abus, ein 8840 Security Level 7, genau genommen ein Abus Plus Schloss, Hangschloss wieder montieren. Dazu nehmen wir das zerlegte aus der Packung. Wir haben dann hier diese kleine Bedienungsanleitung. Und kommen schon mal mehrere Einzelteile mir entgegen. Ich zerlege das mal kurz weiter. Das ist die Verschlussschraube mit 4 Nuten. Dann haben wir den Bügel, den gehärteten. Hier drin kommt noch das Schließelement. Was haben wir hier? Schließelement hat eine schmale und eine breite Seite. Das ist nachher sehr wichtig. Der Körper... Der Schlosskörper hat hier unten eine Ausbuchtung auf 5 Uhr, würde ich so sagen, wenn man das so sieht. Ja, das ist nachher auch sehr wichtig. Wir haben in diesem kleinen Beutelchen, das ich hier gerade auch rausgefischt habe, ist vor allem ganz gut, damit die kleinen Teile nicht verloren gehen. Da drin haben wir die 4 Kugeln, 2 große und 2 kleine und die Madenschraube. Weiterhin haben wir hier noch den Korb. Das ist der Korb mit dem Schlitz für den Sperrstift. Dann haben wir hier, wie gesagt, diese Madenschraube. Hier ist dieser Sperrstift, den wir auch noch benötigen. Diese beiden Kugeln sperren den Bügel und schützen vor Shimming-Angriffen. Und diese 2 kleinen Kugeln, die schützen nachher die Schraube vor Herausdrehen, ohne dass man einen Schlüssel hat. Sperrkugeln sozusagen. Aber wir fangen damit ganz einfach an. Wir nehmen den Bügel, setzen ihn ein. Wir nehmen die beiden Schrauben, werfen die da rein. Dann gibt es oben ein Loch, dann gibt es unten ein Loch. Also um 180 Grad versetzt ist das andere Loch. Dann habe ich die hier drin. Jetzt schaue ich hier. Die schmale Seite muss nach unten, da wo die 5 Uhr Erhebung ist. Lass das hier reinfallen. Drehe mal kurz ein bisschen nach. Ja, passt alles. Es muss eben so sein, dass diese Nuten übereinander stehen können. Das ist das Ganze. Das haben wir hiermit erreicht. Wir legen das halb zusammengebaute Schloss nun weg und wenden uns dem Schlüssel und den Distetainer-Scheiben zu. Ups, sie wollen abhauen. Das geht aber nicht. Ich habe das ordentlich hier. So, hier sieht man, dass wir hier die Scheiben haben und auch kleine Kupferscheiben dazwischen. Ja, zwischen jeder Scheibe ist noch so eine kleine Kupferscheibe. Hier sind auch kleine, ist so eine Ausbuchtung, würde ich fast sagen. Und die müssen alle ganz genau daran. Es muss eine schöne, saubere Linie geben. Ja. Gut, wenn das der Fall ist, dann gehe ich ran. Nehme den Kern, da ist auch noch eine Erhebung, und schiebe ihn da vorsichtig rein. Ja, ein bisschen schwierig noch gerade, warum auch immer. Das haben wir gleich. Jetzt haben wir es. Man muss da ein bisschen dran rumspielen. Wenn das nicht exakt gemacht wird, dann macht das echt Schwierigkeiten. Ich mache das jetzt mal zur Abwechslung mit Schlüssel draußen. Das geht auch. Nein, es geht nicht. Damit habe ich das auch gerade eben gelernt, dass es mit Schlüssel nicht geht. So, hier sieht man jetzt auch mal ganz kurz, wenn ich den Schlüssel so drehe, wie das so funktioniert, wie die einzelnen Scheiben sich in Position bringen und hier diese lange
Kerbe hervorbringen. Da lege ich diesen Sperrstift rein, dann geht nichts mehr. Und pack das hier rein, genau auf die Nut. Nut auf Sperrstift. Haben wir drin. Damit funktioniert das Schloss schon mal. Soweit schließt, das ist gut. Wir schließen es. Ziehen den Schlüssel heraus. Komm schon. Haben wir geschafft. Jetzt kommt die Sperrschraube drauf. Wie gesagt, die hat 4 Nuten. Die müssen alle um 90 Grad versetzt. Diese Nuten haben die Funktion, eine dieser Nuten besser gesagt, die Funktion, diese Sperrkugeln nachher aufzunehmen. Das muss jetzt hier ausgerichtet werden auf dieses Loch zum Beispiel, weil genau dahinter ist so eine Nut für die Aufnahme. Schon ein bisschen verdrehen, so, dann ist das auch fest genug. Schlüssel wieder rein, schließen, aufmachen. Okay, dann die Kugeln da reinschmeißen, damit die da genau in das Loch reingehen. Das geht so rum besser. Bisschen klopfen, damit die auch schön tief da reinfallen und auch in den Kanal reinfallen. Da ist nämlich ein Kanal drin, der zu diesen Nuten führt. Dann die Schraube hinterher und schauen, dass die fasst. Das macht sie immer nicht so gerne. Ich glaube, die hat. Und quietscht schön, festziehen eben. Das müsste jetzt gut sein. Jetzt probieren wir noch und testen mal kurz, ob das auch alles in Ordnung ist. Wir nehmen diese Münze. Jawohl, passt. Ja, damit ist das eigentlich schon wieder montiert und benutzbar. Das Schöne daran ist, man kann sich einfach diese Scheiben ganz genau anschauen und auch sehen, wie so ein Schloss funktioniert. Ja, dann kann ich das jetzt noch eben hier einklinken in diesen kleinen Federring hier, diese Bedienungsanleitung für Leute, die nicht wissen, wie man ein Schloss bedient. Aber heutzutage muss man einfach für alles, an alles denken. Dann packen wir das dazu. Hier ist diese hübsche Verpackung von Abus. Und blau mit rot. Immer hübsch. Also machen wir hier zu. Schloss wieder rein. Und klack. Ups. So, das war's auch schon. Ich danke recht schön und bis zum nächsten Mal. Ciao.